So, jetzt diesen Herz holen. Und dann haben wir den maximalen Wert wieder zurück. Ich musste leider in der letzten Folge den Stream nochmal abbrechen, weil die Sequenz bei dem Mystierenstein viel zu lange gedauert hat und deswegen muss ich auf zwei Parts teilen. Ich hoffe mal, dass dieses HDMI wieder besser geht. Ich musste dreimal unterbrechen und hoffe, dass es jetzt wirklich geht. Ich bin die Weise des Geistes, vom stolzen Volke der Sonau. Zelda bat mich, dir zu helfen. Bitte nenne mich... Ninero. Ninero, Weise des Geistes. Kenn ich schon. Endlich treffen wir uns, Link. Nur durch deine Hilfe bin ich wieder mit meinem Mysterienstein vereint. Es war vorgesehen, dass ich in eben dem Augenblick erwache, in dem du das Pura-Pad in Händen hältst. Um dir beizustehen, wollte ich das Konstrukt mit meinem Geist besehen. Doch die Scherben des Dämonenkönigs kamen mir zuvor. Dessen ungeachtet hast du es aus eigener Kraft zu mir geschafft. Link, hier. Meine Macht als Weise des Geistes. So, nimm denn diese Gabe an. Damit sind wir auf ewig im Innersten miteinander verbunden. Ich werde nun von dem Konstrukt Besitz ergreifen, um dir meinen Beistand zu gewähren. Klingt gut. Siri will auch noch mitmachen. Eins ist längst vergangene Tage. Lebt euch auf dieser Welt. Es war die Zeit, in Hyrule gegründet wurde. Das Schicksal wollte, dass ich meinen Leib ersticke und bis zum heutigen Tag als körperloser Geist lebe. Ich wohnte den Pua-Pet innen, um nun mein Wissen entteilen zu können. Meine Machenschaft des Dämonenkönigs ist es gedulden, dass wir uns erst jetzt wahrhaftig gegenüberstehen können. Ich bitte dich um Verzeihung. Lass mich noch einmal enthüllen, was du wissen musst. Da es in meiner eigenen Zeit und Jahren dich unfern entschieden scheinen wurde. Damit erwachte Zelda als Weise der Zeit und erschien in uns unsere Augen. Lass mich es dir erzählen von den furchtbaren Tragödien, die sich einst in Heilung unseres Reichs erreichte. Und von Zelda, die den Mysterienstein trug und durch die Zeit reiste. In jenen längst vergangenen Tagen fasste es den Beschluss von unserer unverstellbaren Tragweite. Lass mich von dieser stärkeren Entschlossenheit erzählen. Und bis sich das Gefühl an den Masterschwert übertrug, welches du in den Händen hältst. Vor langer, langer Zeit stiegen die Sonau, Nachfahren der Götter und Besitzer unermesslichen Wissens, aus himmlischen Sphären auf die Welt herab. Sie führten ihr Erbe mit sich, die Mysteriensteine, welche die Mächte ihrer Träger vervielfachten. Rau
Mauro, mein jüngerer Bruder, leitete das Volk mit der Weisheit der Sonau. Bald schon lernte er eine junge Irdische namens Sonja kennen und ehelichte sie. Rauro schenkte Sonja einen der Steine und gemeinsam einten sie das Land. König Rauro und Königin Sonja nannten ihr junges Reich Hyrule. Es war ein Ort, der seine Bewohner mit Glück und Zuversicht erfüllte. Doch ach, es sollte Schreckliches geschehen. Die Wüste spie einen grausamen Mann hervor. Ganondorf, Herrscher des Gerudo-Volks, feige meuchelte er Königin Sonja und raubte ihren Mysterienstein. Mit dem Stein verwandelte sich Ganondorf in ein Wesen, das man den Dämonenkönig hieß. Monster schuf er und sandte sie aus, die Welt zu unterjochen. Hyrule kämpfte tapfer und beherzt, doch der ungeheuer Massen war nicht Herr zu werden. Bald schon stand es vor dem Untergang. Da ersann Rauro eine List, die das Kriegsglück wenden sollte. Er gab seinen besten Kriegern jeweils einen Mysterienstein. So wurden aus ihnen die Weisen und gemeinsam trotzten sie dem Dämonenkönig. In ihrer Überzahl hätte es ihnen ein leichtes sein sollen, Ganondorf zu richten. Doch wehe. Der Dämonenkönig war weit mächtiger, als wir hätten ahnen können. Bis er beschloss, zum äußersten Mittel zu greifen. Eines Tages wird dir jemand endgültig Einhalt gebieten. Der Träger des heiligen Bandschwerts, Link, merke dir seinen Namen. Link, sagst du? Das klingt gut. Ich freue mich schon darauf, ihn zu begegnen. Genau hier am Anfang. Mhm.
Diese Tragödie wird als den Versiedlungskrieg bezeichnet. Unser Leben stand in Messeres Schneiden, doch schlussendlich vermochten wir den Dämonenkrieg zu bannen. Leider trug es bei der Schlacht einen schweren Verwunderung davon. Meine Zeit auf dieser Welt ging schnell zu Ende. Es erschien sehr von mir, ihr in ihrer Hand ein zerfallenes, von der Zeit zerfassenden Schwert. Ja, als das Masterschwert im Tempel der Zeit aus dem Hand verschwand, da trat er es eine Reise durch die Zeit in längst vergangene Zeit, bis es schließlich Zelda selbst erreichte und sie nur führte durch den aufs Neue. Das Schwert ist also durch die Zeit gereist, genauso wie du. Ja, ich kenne es genau. Man nennt es Masterschwert. Ich musste mit ansehen, wie es zersprang. Doch ein Splitter verletzte Ganondorf. Es hat ihn verletzt. Wir konnten ihm damals nichts anhaben. Und nun? Du hast zwar das Schwert, aber was wirst du damit tun? Wenn man dem Masterschwert heilige Kraft zuführt, wird es sich erholen. Es könnte sogar mächtiger werden als je zuvor. Verstehe. Wenn du das Schwert auf diese Weise neu erschaffst, dann könnte es vielleicht wirklich den Dämonenkönig bezwingen. Aber die dafür nötige Macht wird es nicht von heute auf morgen aufbringen. Es würde Äonen in Anspruch nehmen. Das Ganze erscheint mir aussichtslos. Es über endlos viele Jahre zu nähren. Wie soll das nur gehen? Eine Möglichkeit gibt es. Nein, das... Doch, mit diesem Zauber ist es möglich. So hör doch. Der Preis dieses Zaubers ist hoch. Du würdest alles verlieren, was dich ausmacht. Das kannst du nicht... Minero! Du weißt, dass es dann kein Zurück mehr gäbe. Da war mir alles klar. Minero, es war der Grund für meine Reise durch die Zeit. Ich werde das Masterschwert heilen. Link muss es bekommen. Wie du willst. Dein Beschluss steht nun also fest. All das Leid in unserem Stolz haben wir Sono es mitverschuldet. Und darum werde ich ihm ebenfalls mein Leben widmen, dem Helden, von dem du sprichst. Ich werde alles für Link tun, was in meiner Macht steht. Auch wenn mein schwacher Leib bald vergeht, mein Geist wird an seiner Seite sein. Sie wird auch ihr Leben opfern. In Anschluss besprachen Zelda und ich unseren Vorgehen und fürchten gemeinsam einen Plan aus. Wir wollten den Schrechten in die Zukunft leiten, so gut wir nur könnten. Ehe die Wirkung des Meersmaß ist ein Ende seiner konnte, wurde ich einen Geist, der in Purapet innen wohnte. Und als diese versehen war, begab Zelda den verborgenen Ritual. Sie glaubte fest dran, dass wir den Masterschwert des Dämonenkönigs besiegen und Hyrule retten würden. Du hast bereits die Klinge, die dir Zelda hinließ, das Masterschwert. So bring es auf, Link. Mit der Klinge, die dir Zelda hinterließ, wird der Dämonenkönig ganz gewiss bezwingen können. Damit bekommen wir Schwung von Minero. Zeit des Pakets von Minero aus Weiß der Geist. Oh yeah. Wo ist das? Was? Ja, ich hab doch den Ja. Hm.
Natürlich habe ich den Kapitän. Und was machst du denn hier? Sei groß, ich bin ein Schmiedkonstrukt. Die Werte Minero erschuf mir zu Nutzen des verbundenen Kräften von so einer Energiesphäre. Ich beherrsche die besondere Kunst, so Nanen zu schmieden und so Waffen und Ausrüsten zu schaffen. Solange der Geistertempel von Leiken von des Dämonenkäs herumgesucht wurde, verstecke ich mich hier. Doch dank dir und den Beate Minero kann ich nun wieder meine Bestimmung nachgehen. Ich danke dir aus tiefem Herzen. Gewöhnlich würde ich meine Künste niemals für jeden anders einsetzen als die Werte Mineros. Doch du bist im besonderen Fall. Wenn du mir den passenden Menge Sunanium überreichst, gebe ich die Waffe oder Ausrüstung. Ah, okay. Sunanium Bogen hat eine Stärke von 30. Lanze, Zweihänder und Einhänder, okay. Die Anweisungen des Werte Mineros gemäß Erkunden in den Untergrund aus der Suche nach Material. Als den Lakai des Dämonenkönigs den Gasttempel setzte, hielt, musste ich mich allerdings eingeweiht verstecken. Dank deiner Hilfe kann ich jetzt auch wieder meiner Aufgabe nachgehen. Dafür stehe ich tief zu deiner Schuld. Ich akzeptiere nur diese Fund aus dem Untergrund als Zeichen meiner Dankbarkeit. Wie ich dich bereits informierte, sammle ich Auftragwerte Mineros Material. Darum bitte ich, mir Sunanium aus dem Besitz aufzuholen. Ich bitte sorge dir nicht, du bekommst im Austausch etwas auf meinem Inventar. Für 50 Stück erhältst du mehr und weniger als einen antiken Dolch. Möchtest du das? Na gut, mach mal. Danke, hier bekommst du es. Sollst du in der Zukunft erneut über vollkommen Material verfügen, tausche ich gerne wieder mit. Ach, das war's nur? Tatsächlich. Okay. Dann sollten wir damit es informieren. Und ja, falls es nicht gewusst hat, mein Bruder hat sich vor einer Woche mit die Ehefrau von meinem Bruder getrennt. Das wurde am 26.08. schon bestätigt. Ne? Und zur Zeit, als sie ihre Uni abgeschlossen hat, wollte sie nicht arbeiten. Und dadurch kam es zu einem Konflikt, sodass sie getrennt haben. Leider. Ich bin mir nicht sicher, ob die winterliche Eisenreise 2 wirklich mit ihr stattfinden wird. Alleine, nur mit Jens oder mit einer anderen Freundin. Das weiß man noch nicht. Hast du irgendwelche Hinweise zur Intensität der 5 Weißen erfunden? Die Weise der Geistes? Du hast Minero gefunden? Das ist einfach sehr fantastisch. Dann haben wir jetzt alle 5 erneut vereint. Du hast das Kota als großartig gemacht, Lind. Sie mag ein Geist sein, doch als Weiße bot sie gemeinsam mit Prinzessin Zelda den Dämonenkrieg in Stirn. Auch bin ich froh, dass du jetzt endlich etwas über den Schicksal des Prinzessin erfahren hast, Link. Eins ist nur klar, Zelda wusste, dass der Dämonenkönig nun das Masterschwert endgültig besiedeln werden konnte. Da fasse ich die ferne Vergangenheit ins Entschluss, es zu stärken, um seine Kraft wiederherzustellen. Sie hat alles getan, was in ihrer Macht stand, ganz allein. Was? Du hast den Masterschwert schon wieder erlangt? Warum hast du es nicht gleich gesagt? Ja, das kannst du doch sehen! Unglaublich, dass du den Kopf an den weißen Drachenbuch gefunden hast. Nun, wie es auch sei. Die Prinzessin hat all ihre Hoffnung darauf gesetzt und war bereit, ihr Leben zu geben, um uns zu hinterlassen. Danke dir, dass du ihn gefunden hast, Link. Und jetzt in den Nachhinein kann ich dir jetzt sagen, ohne das Masterschwert sahst du einfach aus, als würdest du dir einfach fehlen. Und damit sollst du bis aus den Entscheidungsschlacht vorbereitet sein. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wo sich der Dämonenkönig befindet. Wir können wohl davon ausgehen, dass er sich
mehr in Schloss Hyrule aufhält. Mir fällt kein Ort in der Oberfläche ein, an dem wir nachsuchen könnten. Das ist der Untergrund. Wie meinst du, wäre es wahrscheinlich, dass wir in den Untergrund aufhält? Das wird mir durch dir überlassen, aber es könnte empfehlenswert sein, dich bei Joscha zu erkundigen. Joscha hat sich den Untergrund erforscht, vielleicht weiß sie etwas mehr. Ab hier übernimmst du, Link. Und jetzt kommt Vernichte Ganondorf. Ja, das kenne ich auf jeden Fall. Er ist ungefähr hier unten im Schloss Hyrule. Ah, das wird dich interessieren. Ich habe einen neuen Bericht im Untergrund erhalten. Unsere Forscher sind nämlich den Statuen gefolgt, aus dem Boden des Abgrunds entdeckt wurde. Die Statue führt direkt unserem Dorf der Soras und wurde dort Spuren als alter Zivilisation entdeckt. Weitere Nachforschungen ergaben, dass nach den Südwesten ausgerichtete Statuen nach Gerudo führten. Da gehe ich davon aus, dass es eine Verbindung zwischen Oberfläche und Untergrund gibt. Also habe ich in jeder Region einen weiteren Abgrund suchen lassen. Und tatsächlich wurde es ein weiterer Abgrund in der Klippe des Dorf der Orni in Hebra Nordwesten entdeckt. Als nächstes werde ich überprüfen lassen, ob man von dort an direkt unter das Dorf der Ornis gelangen. Immer wenn ich etwas Neues über den Untergrund erfahre, motiviere ich mich ungeheuer. Ich werde weitere Informationen über den Untergrund sammeln, in denen ich dich unterstützen kann. Sprich mich doch später nochmal an. Ich spüre ganz deutlich, dass Hinweis des Verbleibens des Prinzessin immer näher kommt. Wenn wir uns beide so richtig anstrengen, finden wir ganz sicher etwas. Schön, habe ich kurz in Zeit unserem letzten Gespräch keine neuen Berichte erhalten. Und zwar in Abgrund im Nordwesten. Soll ich jetzt dahin begeben? In einem Loch? Das ist doch gar nichts. Es ist ziemlich sicher, dass es irgendwo ein Loch ist, aber ich kann ihn nicht finden. Bei dem Dorf der Ornis? Ich guck mal. Irgendwie hochporten. Ich versuche es einfach mal. Was hat jetzt damit jetzt zu tun? Vielleicht wegen Koga, aber es kann auch nicht sein, ne? Hi!
War es doch schon den fünften? Geil. In so einer Antike lebt noch ein Geist. Hä? Ich weiß nicht, ob das hier noch da ist. Ich bin mir nicht sicher, aber wir können es in der nächsten Folge durchschauen.